Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Gamin. Und wir sind hier im Trailer und wir sind kurz vor der Horde und verschwenden ein bisschen Munition. Ist so das Übliche. Also kein Problem. Boah, Alter, ich hab gedacht, es ist ein Grüner. Dabei ist es bloß eine Tischlampe. Böse, böse Tischlampe. So, sag mal. Ich weiß hundertprozentig, hier war ein Hund. Bauzi, Bauzi, Bauzi. Bauzi, Bauzi, Bauzi. 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 Nur da, wo Bauzi draufsteht, ist auch Bauzi drin. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. Alter, zweimal Polarwasser, Alter. Das ist ja... ein Traum? Das hört sich schwierig an. Schwieriger als sonst, Karbin? Da war Kaffee! Warte, erstmal die ganzen Rezepte wegen die Punkte. Ich weiß, da war Kaffee. Ich hab das gesehen. Da. Ich hab Kaffee. Das hat gemundet. Gut, jetzt können wir weiter. Flattermann. Ich wollte gerade einen Flattermann antäuschen, aber... naja. falsche Seite, wa? Das ist mein Revier. So ein Regal. Ey, da ist so ja ein Buch drin, das ich noch nie hatte. Ich glaube, das soll gerade bedeuten, wir haben gerade was vervollständigt. Kürbiskerne. Munition und Kaffeepuffer. Und Gläser. Also langsam mal sicher müssen wir ja fast alle Rezepte haben, ja? noch lange nicht. Also ein, zwei Sachen können wir noch. Zum Beispiel Mining. Oh, ein, zwei Sachen sind noch. So, Schrotzenmunition. Alles schön, alles gut. Ah ja. Winter, kalte Zeiten und so. Kann man alles gebrauchen. Stein. Ich hab gedacht. Hallo? Hallo? Ist da wer? Hier ist keiner. Naja. Spar mal ein bisschen Munition. Ist auch was Schönes. Also für die Horde. Ich würde mal sagen, wir haben den Trailer durch. Trailer? Ja, ja. Den Trailerpark. Der ist durch. So, Moment mal, hast du da irgendwelche... naja. Diese... die sind doch noch gut. Es wird nicht gut enden, wenn du alles im Mund stecken tust, was du findest, Karbin. Papier. Papier ist immer gut. Kruzifix, wie kann man die Treppe hier verfehlen? Jo. Habe fertig. Sollte bevor ich im Haus renier nachladen.
Das ist eigentlich eine ganz gute Regel. Nachladen, bevor mein Haus geht. Hallo. Entschuldigung. Ich hab's gesehen. Ich hab noch nie abgedrückt. Also zählt nicht. In die Kopf. Gut. Das war schon. Sonst gibt das Mecker von Egger. Kann doch nie im fremden Haus renieren und erstmal alle kaputt machen. Weiter, das ist bis hierhin. Nee, das war schon. Hallo? Mhm. Echt jetzt? Geht das schon wieder los? So, da ist nischt. So, ich müsste eigentlich... Habe ich eine Axt mit bei? Natürlich nicht, wa? Ich sollte mit einer Axt machen, wa? Globig. Na, will jemand gepickt werden? Sieht nicht danach aus, wa? Achso, jetzt können wir bloß noch in den Keller. Wir können auch da hoch. Gehen wir erst hoch und dann in den Keller? Ich glaube mal ja, wa? Das sieht noch ziemlich unbenutzt aus. Das heißt, diese haben letztes Mal nicht hier, wir sind letztes Mal nicht hier hoch. Komisch, du kannst hier durch sowas durchschießen, aber an so eine Tür kannst du hoch. Da. Das ist sehr, sehr komisch. Muss ich ja mal sagen. Hier war er drinne? Kann man mal machen, ne? Ey, Grüni. Oh, da sind zwei Grüni. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Danke für Ihre Rücksicht. Ist das eine Anmache? Ist ja ekelhaft. Gut. Schius? Dahinter ist was. Ich sollte doch eine Axt nehmen. Normalerweise habe ich das auch. Nur nicht jetzt. Das ist ja doof. Aber alle kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Ich habe hier oben hingeschossen. Ich schwore. Gut. Sollte da was dahinter sein, sollte ich nicht rinschießen. So, na? Da kann auch nichts hinter sein, weil das ist nicht die Außenwandkabine. Globig. Du bist doch... Nee, du kannst keine Außenwand sein. Macht das aber auch nicht besser. So. Ja, ja. Mach mal ein bisschen hin, ne? Ein bisschen schneller. Du warst unter Beobachtung. Das Ding ist schlimm. Ich wollte gerade sagen, was ist denn der Raum hier?
ist ja nichts. So. Guck es mal hier, guck es mal da, da ist ein Licht. Das ist doch nicht... Das ist ja... Gut. Wir müssen so oder so nochmal auf dem Dach bohren. Hä? Was ist denn das für ein Sinn? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist eine Verarsche. So, hier ist nämlich nichts. Na toll! Ich habe jetzt gedacht, richtig geile Zeug hier. Ja, wahrscheinlich. Und hier können wir auch hoch. Hallo. Es war offen. Da ist ein Penner. Oh. Nochmal. In die Kopf. Da ist einer, ich hab dich gesehen. Und jetzt sieht nach... Spucker? Bist du ein Spucker? Du bist ein Vertreter. Oh, Alter. Ein Mordsding. So. Warum bin ich jetzt hier oben? Ist hier was versteckt? Nö. Der Ding ist ein Witz. Hier ist nichts. Ja, nichts. Gut. Kacke. Gut. Vielleicht soll ich mich da durchbohren. Und wehe, wenn nicht. Denn weiß ich auch nicht. Weiter. Pass auf, vielleicht bricht der ganze Haus zusammen. Bad? Versteht nicht. Ah, hier Keller. Mhm. Ich weiß, da war noch was. Das ist aber nicht, wo wir sonst so nicht reingekommen wären. Verzeiht. Wir gehen diesmal andersrum. Kann man mal machen. Hey! Es hat sich doch schon wieder gelohnt. Hallo. Hallo. Ist hier jemand? Hä? Ein Penner. Erstmal eine Watsche. Moment, Moment, Moment. Das war nicht so nett, Mädel. Das weißt du, ne? Das hätte uns den Tod kosten können. Kosten können? Nee, bringen können. Blöde Kuh. Haha. Gut, ich würde mal sagen, 1:0 für uns. Erstmal. Mhm. Ein Kühlschrank umgedreht zu Friertruhe. Gefriertruhe. Oh, eigentlich eine gute Idee. Halt's Maul! Du alter Penner. So. Jetzt müssen wir wirklich... Außer dahinter liegt nur einer. Bestimmt.
Nö. Gut, ich schenke mir erstmal ihn in. Ein Glas Wasser. Nochmal Wasser. Ich glaube, ich hab Wasser. Und Munition. Das ist schon mal gut. Alter, wir sind so gut in der Zeit, Alter. Wir können so ja noch andere Sachen tun. So. Ich sehe dich. Ich sehe dich und ich will dich nicht. Oh ja, aber machst du erstmal nichts. So, sag mal, was kann ich denn hier? 400. Ja, mir sagt 500, aber ich mache jetzt 400. Da, 400 lasse ich. Ein bisschen will ich ja was verdienen. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Alter, was ich hier alt paar Schwupse. Da, 200, fast 300. Weg. Naja, wa? Der hat, wa? Wer nicht, der tut so. Ich tue so. Aha. So, ich würde mal sagen, hier sind wir... Oh, ich, nee. Ich würde mal sagen, hier sind wir fertig. Fix und fertig. Und wir haben so gut wie keine Munition verbraucht. Magnum. Die sollte eigentlich wehtun. Eigentlich. Und warum tut sie nicht? Tut sie ja. Von wo kommt er jetzt? Links, rechts, geradeaus? Ich glaube, die finden den Weg noch nicht. Da. In den Polar. Ey. Wenn ich dir mit einer Knarre in dem... Hä? Ich hab vorwärts gedrückt. Und der läuft rückwärts. Hab ich gedacht. Ich hab keine Munition, Junge. Warte mal kurz. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mit einem Magnum schieße? Ich weiß, dass ich gerade nicht so perfekt getroffen habe. Aber du hättest tot sein müssen. Bin ich doch. Oh, alter Falter. Das hätte auch diese Fülle nach hinten losgehen können, tun müssen. Da hatte ich wohl einen Engel. Schutzeengel. Hä? Hallo, ich hatte eben kein gehabt. Hast du mitgekriegt, ja? Nee? Oh ja, warte mal kurz. Die ist viel besser, wegen Streuwirkung und so kann ich meine nicht vorhandenen Skills ausgleichen. Genau. Gedacht, ich habe sie jetzt alle vorgelockt und dann ist da noch ein Penner. Gut, na das kann ja was horntechnisch mäßig. Zum Glück haben wir einen Schutzwall vor uns. Wo sie erstmal durch müssen. Wo sie wahrscheinlich auch diesmal erstmal durchkommen. Wahrscheinlich. Muss aber nicht. Weil, wie gesagt, so ein Stein-Dings, Stein, Eisen, Eisen, Gittersauen, der hält, so ein Badabumse nicht auf. Der hustet den weg. Aber da wir davor noch irgendwas haben, gucken wir, dass das reicht. Jetzt reicht es. Knarz, knarz. Hallo? Ich kann mich dran erinnern. Und ich werde diesmal nicht runterfallen. Das wäre ja doof.
Menschen hier? Ah, ja, gut, okay. Ich kann mich dran erinnern. So, hier unten sind ja, Bautis, geht das ein bisschen schneller? Danke. Da wurde mir glattes Kannst du rennen, nächste, ne? Ich musste bloß nachladen. Keine Panik, geh da runter. Ich hab doch eine Spritze, da kann ja nichts passieren. Es sei denn, du bist Kabi und kannst mich treffen. Erstmal looten. Hörst du? Hallo? Wo willst du hin? Der ist durch mich durch. Der hat mich voll ignoriert. Das war aber nicht nett, Bautzi. Ja, toll. Das hat sich ja richtig gelohnt. Oh ja. Gut, wa? Willst du machen? Die hatten eben halt nichts. So. Komm, weg damit. Was kostet denn der? 700. Ich hab das nämlich bloß so aus den Augenwinkel gesehen. Ich glaub mal nicht. Sag mal, wenn ich die jetzt repariere, dann sind sie doch eigentlich mehr wert, ne? Also rein theoretisch. Hochreparieren. Und dann verscherbeln. Penner. So. Na gut. Ich würde mal sagen, das Haus sind wir auch durch. Wir haben jetzt 13 Uhr. Eigentlich hätten wir noch ein bisschen Zeit. Aber sollten wir ausnutzen, ausreizen? Ich glaube nein, Tin. Wir sollten eigentlich was Wichtigeres tun. Rein theoretisch. So. Das war der Team gerade in ein Haus machen wir noch. Ein Haus. Einer. Ach so, wir waren noch ja nicht oben. Wir sind hier noch ja nicht fertig. Nur ich meine, was soll jetzt noch kommen? Ich wünsche, ich hätte nie gesagt. Ich sehe nämlich da schon was. Gib mal, der flattert jetzt noch mit dem Bein. Den habe ich erstmal einmassiert. Oh. Hätte ich das beinahe oben vergessen. Wie konnte das passieren? So, dann müssen wir aber wirklich los, weil Munition will ab. Also das Übliche. Und ich hätte eigentlich gerne ein, zweimal Munition behalten. Also, wenn es geht. Das wäre cool. Cool. So, warum ist denn das jetzt... Das ist doch schon wieder hier so... eine Verarsche, wa? Gut, ich könnte hier so wohl abhauen. Jetzt ist damit jemand wichtig. Gut, jetzt ist eh zu spät. Gut. Ich würde mal sagen, hier sind wir fertig. Sonne schmerzt. Dort euch an. Gut. Scheiß Wetter, Alter. Wenn ich was nicht abhaben kann, ist es Zombies und scheiß Wetter. So, da geht's nach Hause. Hier waren wir drinnen. Komm, hier gehen wir noch hin. Und dann ist Feierabend. Ich noch nicht? Gut, jetzt schon. Was?
Ach da. Hab dich gefunden. Gleich liegen, Mädel. Der Arsch kommt gleich. Ah, siehst du, ich hab die Munition auch gleich wieder gekriegt. Nett. Alter, was ist denn hier? Das ist aber schön. Etwa gut, das war. Ey, da ist eine Sirene. Eine Sirene. Als ob wir nicht schon so genug Zombies anlocken. Mach ich noch mehr Krach, oder was? Hallo? Psst. Nicht so laut. So, hier ist... nischt. Hallo? Wie schön sparsam ich doch jetzt zur Zeit der Munition bin hier. Hier ist die Küche. Ach so. Ich verstehe. Ich hab ein Level. So, und dann haben wir das da fertig, dann haben wir das da. Ich gönne. Ich gönne mir das mal. So, hier. Hat der gerade ihn verlassen? Was für eine Sau. Sag mal, wenn ich den jetzt, weil manchmal funktioniert das ja. Heute nicht. Boah. Zu schnell. Flink wie ein Kaninchen. Oh. Jetzt bleib doch mal tot. Mann. Sag mal, wie sieht denn eigentlich meine Rüstung aus? Ich sollte das mal ab und zu mal kontrollieren. Komm. Sag mal, kann ich das so reparieren? Oder muss ich das extra rausnehmen? Natürlich muss ich das rausnehmen. Das ist ja... gut. Ich sag mal so, was... Mut. Er setzt das aber... gut. Er setzt das automatisch auf. Das ist eigentlich Blödsinn, was ich hier mache. Weil... ich schau noch nicht mal Knacks. Ich verwende jetzt jedes Mal ein Reparierkit. Naja, vielleicht ist es genau das bisschen, was mir fehlen tut. Wies man ja nicht. Später sage ich denn so, hätte ich mal gemacht. Aber dann ist es so spät. So, hier sind wir auch durch. Das war alt? Kann ich gar nicht annehmen, dass das alt war. Muss doch hier nach oben gehen. Hallo? Nö, das geht nach unten. Aber wo geht das nach oben? Das muss nach... da ist das. Ich wusste doch. Wir gehen gleich nach unten, aber erstmal nach oben. Schöne alte Badewanne. Alter, die ist der Hammer. So. Nimm ich? Hoch. Es hat schon was Messi-haftet, wa? Hallo. Hallo. W
Wehe, du kommst jetzt um die Ecke gepiest. Mach dich fertig. Gut, ich kriege immer noch einen Holzbogen. Warum reg mir darüber auf? Noch ein bisschen leveln, dann ist es ja auch vorbei. So, wir haben Skat gespielt. Wahrscheinlich hat er verloren. Ja nicht mitgekriegt. Und ich bin drin im Raum, würde ich jetzt sagen. Oh, nö. Gut. Die leuchtet mit Augen. Es ist ein Zeichen. Sie hat mich mit ihren Augen ausgezogen. Mache ich mit Absicht, weil ich schon so viele Rezepte Dings habe, Quest und bin dafür bekannt, dass ich die auch durchhalte. Hallo? Gut, nachgeladen ist. Was soll passieren? Bleib still, Junge. Ich hoffe, dass ich genug Munition wieder kriege. Hä? Jesus Christus, das ist wieder eine Verarsche. Ich muss da oben hoch. Wahrscheinlich. Gut, warte mal, ich hatte ja Holzblöcke mit bei. Alles kein Problem, kriegen wir hin. Oh nee, ist klar. Alter, hau ab. So. Ich sehe schon, Villa. Es wird nie gut enden. Alter, zum Glück kriegst du vom Feuer keinen Schaden mehr. Wird ja auch mal andere Zeiten. Ich komm. Warte, scheiß drauf. Scheiß drauf. Mit hat alles ein... Ich komme immer noch hin. Sie hat's nicht gehört. Was hat die denn für einen Schlaf? Sehr, sehr tiefen. So, hier ist nichts. Oh ja. Null Nummer. Naja, okay, gut. Ich übersehe doch schon wieder was. Ja, siehst du, ich wäre auch von außen reingekommen. Ich gehe nach Hause. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier erstmal Feierabend. Ich werde jetzt nach Hause gehen, den Rest fertig machen. Und wir sehen uns dann quasi morgen Horde. Ich werde das halt jetzt vorbereiten, soweit wie geht. Also, bis dann. Tschüss.